sind ja schon da. Ja, ich bin schon da. Ich würde gern anfangen, darf ich? Selbstverständlich. Ich heiße nicht nur Erhard, sondern Sie auch herzlich willkommen. Wissen Sie, ich war heute eigentlich am Hindern verkommen. Also am Kommen verhindert und das... Und bitte, das kam so. Ich saß in einem Café, ich wollte mir was essen. Ich bestellte mir zwei Goethe-Glatzen. Herr Schillerlocken. Instinktiv gucke ich da so zur Tür. Was denken Sie, was ich da sehe? Ja, gar nichts. Tür war auf der Seite. Gerüchte. Es gibt Gerüchte. Dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht doch nichts. Ich finde das fein. Warum soll ich nicht auch mal ein Playboy sein? Da! Bricht's auf schwarze Nacht auf! Jawohl! Als wäre geöffnet, der Hölle Tor, als schon die Säulen des Etwas in Flammen. Und. Entschuldigung, ich muss mal atmen. Und. Frauen. Frauen sind die Juwelen der Schöpfung. Man muss sie mit Fassung tragen. Weißt du, wenn andere sich umbringen, steht es in der Bildzeitung. Bringst du dich um, steht das in schöner Wohnung. Der hört nicht zum Text, der fiel mir gerade ein. Die weiß alles ganz genau. Oh, was hab ich bloß für eine Frau? Ist sie nicht süß? Es hub ein Suchen an und spähen. Doch keine Jungfrau war zu sehen. Die einzige, die man gefunden, wurde gerade von einem Kind entbunden. Schlussfolgerung, will jemand eine Jungfrau freien, dann soll er nicht ganz so penibel sein. Ja, richtig, ja. Wenn Sie was wissen, ruhig laut dazwischen. Wer reitet zu spät durch Wind und Nacht? Nicht Nacht und Wind, ich hab's doch auswendig gelernt. Warten Sie bitte erstmal ab, also ehrlich. Nacht und Wind kann jeder. Muss ich doch reimen. Halb drei, halb fünf, es wird schon hell. Noch immer reitet der Vater schnell. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot. Ja, entweder alle oder keiner, nicht? Also. Die Neuen kommen gerade recht, um mit denen dann ins Gras zu fallen. Ah, das Klavier ist verstimmt. Worüber bloß? Und wie ich so saß, da aß ich was. Und was aßen Sie? Zwei Sturmsäcke. Sturmsäcke? Windbeutel. Gewittergebäck. Es funktioniert immer noch. Ja, ich trage, wo ich gehe, stets ein Gedicht bei mir. Hier. Aber das können Sie nicht auswendig? Nee, das habe ich hier inwendig. Na, gucken Sie mal, ich habe damals noch anders herumgeschrieben. Die Seite ist normal, aber da stimmt doch irgendwas. Setzen Sie sich mal darüber, bitte. Das ist ein richtiges Dünnformat. Die sieht aus wie eine Hundehütte. In jeder Ecke und Knochen. Ja. Meinen Sie das im Spaß oder im Ernst? Im Ernst. Ja,
Glück gehabt. Ich kann mich keinen Spaß vertragen. Und ich bin Junggesell. Kann's wundern, dass ich schnell gleich Feuer fasse. Ich sitz dann abends in dem Zimmer und hab ausgelöscht. Ich höre dann ganz deutlich, wie sie sich da unten wäscht. Was? Leute, ihr müsst doch weiterspielen. Da unten wäscht bei sich im dritten Stock und im vierten Stock in einem Häuserblock. In der Luisenstraße. Der Luisenstraße. Nummer 13. Und wir möchten uns heute ganz besonders schwer machen. Wir möchten, dass in dem nun zu spielenden Stück jedes Wort mit einem und demselben Buchstaben beginnt. Getränk gefällig? Genialer Gedanke! Gerade Gewürzgurke gegessen. Genug gelacht. Glimmende Blut, Gisela! Gnade, Güte, Götter, Gatte! Gänsegeschnatter. Gemetzel geplant. Geh, Ganove. Und hui! Hui! Und alle! Hui! Hui! Also, hinter eines Baumes wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist weniger geworden. Kennen Sie den Sohn des Fräulein Bebo? Immer nimmt sie das Messer statt der Gäbe. Trotzdem habe ich für sie ein Fable. Für die kleine, süße, süße, kleine Mabel. Manche gibt es, die ihm heute dieses stille Glück nicht gönnen. Nur deshalb, weil diese Leute sowas nicht verstehen können. Kennen Sie denn jetzt das Fräulein Mabel? Wohnt gleich nebenan eine Mabel, lebt die kleine Wohnung. Meine kleine, süße, süße, kleine Mabel. Kennen Sie denn jetzt das Fräulein Mabel? Jetzt müssen Sie auch kennen. Ab und zu spazieren wir durch den Nebel. Sie hält meine Hand und ich den Schnäbel. Fräulein Mabel ist ein Mabel formidable. Meine kleine, süße, süße, kleine Mabel.